So, auch dieses Video, es ist ein Graus. Es geht um lineare Gleichungssystem. Ja, ich nehme mal den Originalton, der so schlecht geworden ist, raus. Es geht um dieses Thema. Die Klasse der Tauben hat sich gemeldet. Da steckt das Wort linear drin, also Linie, gerade. Ne? Eine Gleichung, die kennen wir alle. Und ein System ist letzten Endes etwas aus mehreren Bestandteilen. In diesem Fall sind es mehrere Gleichungen. Und zwar, wir fangen erstmal an mit zwei Gleichungen, wie man die ganz elegant lösen kann. Die haben aber was gemeinsam. Und darauf möchte ich zu Anfang in der Einführung erstmal drauf kommen. Gleichungen gibt es in verschiedenen Formen. Also in diesem Fall, da es sich um lineare Gleichungen handelt, haben die auch was mit unseren schon bekannten Dingen zu tun. Und zwar, ich zeichne mal zur Erinnerung für Linien ein Koordinatensystem. Bezeichne das ganz kurz und schmier dann mal ganz schnell mir eine Gleichung zusammen, die ich dann darstelle. Nehmen wir mal die erste, also hier, es geht um den Abstand, immer schön bezeichnen, sonst weiß man nicht, wie das ist. Das zur Erinnerung nochmal für die Neuner, denn die letzten Koordinatensysteme zu malen war ja schon mindestens vor den Ferien, ist ja schon ein bisschen her. Und in grün unsere erste Gleichung, die heißt, also es ist eine Funktionsgleichung, f von x sei 2x plus 1. Und wir lassen uns in einer anderen Farbe noch eine einfallen, die heißt dann eben anders. Achso, ich erkläre nochmal, was das ist. Das absolute Glied ist plus 1. Und ich mache das mal mit einer Wertetabelle, nicht mit einem Steigungsdreieck, sondern ich nehme mal den ersten Wert und sage, ich setze mal einfach ein für x 0, glaube ich. Habe ich eingesetzt? Ja, genau. Wenn ich sage 2 mal 0 plus 1, dann kommt eben 1 raus. Dann habe ich meinen ersten Punkt. Das ist das sogenannte absolute Glied bzw. der y-Achsenabschnitt. Den ersten Punkt habe ich. Ich brauche mindestens 2, damit ich eine Gerade zeichnen kann. Und ich lasse mir noch einen anderen Wert einfallen. Ich glaube, das war 2. Na, mal sehen. Ich setze für x 2 ein. Genau, 2 mal 2 ist 4 plus 1 ist 5. Und ich habe meinen nächsten Punkt. Also 1, 2 nach rechts und 1, 2, 3, 4, 5 nach oben. Und dann habe ich meinen nächsten Punkt und jetzt habe ich zwei Punkte und kann die verbinden und habe eine Gerade. Das war so, das haben wir früher schon gemacht. Das war nicht das Problem. Jetzt nehmen wir mal an, wir wollen noch einen zweiten Graphen haben. Jetzt müsste der gleich kommen. Na komm. Es gibt ja noch allerlei zu erklären, es gab Rückfragen. Mein absolutes Glied, da bin ich nochmal drauf eingegangen. Das ist geschenkt, weil hinten da steht absolut, deswegen, weil kein x dabei steht und nichts anderes. Deswegen kann ich jetzt sagen, oh, kein Problem, da kann ich schon mal meinen ersten Punkt machen. Und jetzt erkläre ich noch ganz schnell, wie das mit dem Steigungsdreieck geht. Vom y-Achsenabschnitt 2 nach rechts, pardon, 1 nach rechts und 2 nach oben sehe jetzt ein bisschen hässlich aus. Ja, das wäre ein hässliches Steigungsdreieck, aber das geht auch. Aber ich nehme das mal weg, weil wir brauchen das. Nochmal zur Erinnerung war das. Leichter, oder für manchen ist es leichter, einfach mit einer Wertetabelle vorzugehen. Und hier nehme ich dir jetzt mal dieses Steigungsdreieck raus. Darum geht es jetzt nicht. Das ist nicht ganz so wichtig. Gut, eine zweite Funktion, nennen wir sie g von x, die soll heißen, ich glaube, minus x. Ach ja, minus x. Plus 3 habe ich die genannt, okay. Zeichnen wir die rasch ein. 1, 2, 3 nach oben auf der y-Achse, denn das ist ja schon mein fertiger erster Punkt. Und jetzt heißt es, weil ja dann eine stille 1 vor dem x steht, grundsätzlich 1 nach rechts und 1 nach unten, weil das Minus da steht. So. Hier ungefähr müsste der Punkt sein. Ich verbinde. Und dann müsste sich ein Schnittpunkt ergeben. Ja, die beiden Geraden. Dieser Schnittpunkt, den habe ich dann rot gemalt und da werden wir mal gucken. So, diesen Schnittpunkt, den kann ich jetzt nur schätzen. Hässlich. In so einem hässlich gemalten Koordinatensystem. Ganz furchtbar. Kann ich nur ungefähr schätzen und ich sage, dann müsste der Punkt P, kann ich nennen, ich kann auch S nennen. S als Schnittpunkt wäre besser. S wie nein. In Klammern geschrieben. Zuerst kommt die X-Koordinate und die war 1,2 vielleicht. Irgendwie 1, irgend sowas wird es schon sein. 1,2. Und die y-Koordinate abgelesen, vielleicht 2,2. Irgend sowas. Das ist jetzt alles grob geschätzt. 2,1.
Mit solchen Schätzwerten kommt man nicht weiter. Wir sind Mathematiker und wollen rechnen. Also lasst das uns doch ausrechnen. Und das haben wir gemacht. Das ist alles nur Stoff der 8. Klasse, wie wir das getan haben. Wir haben gesagt, wenn die an diesem Punkt beide gleiche y-Werte haben, aber auch gleiche x-Werte, die beiden Geraden, nämlich 1 und 2, rund, dann kann ich doch sagen, wenn die beiden gleichen y-Werte haben, f von x ist ja der y-Wert und g von x auch, dann setze ich die beiden gleich. Und dann habe ich das getan, rein rechnerisch. Habe ich gesagt, 2x plus 1 ist y-Wert und y ist auch Wert. Ich habe das jetzt in schwarz weiter vollführt. Y ist auch Wert minus x plus 3. An der Stelle genauso. Und deswegen setze ich die beiden gleich. Jetzt kommt Handwerkszeug. Pures Ausrechnen. Einfach ausrechnen. Das x ist weniger, minus x, ne? Minus x ist ein Schulden-x. Das ist also noch weniger als ein positives x. Rüber damit, zack, zack, zack. Jetzt ist nur Pille-Palle. Das machen wir mit links. Die 1 noch rüber, zack, zack, zack. Und es steht da, 3x ist gleich 2, ne? 3 minus 1 ist 2. Durch 3 teilen, freuen, x ist gleich 2 Drittel. Naja, mein Gott. Jetzt kann man schon mal gucken, ne? Was haben wir geschätzt? Ungefähr 1,2. Das ist mein xs. Ich hätte auch gleich xs reinschreiben können überall, ne? Mein Index darf ich selber reinschreiben. Das ist der x-Wert des Schnittpunktes. Das ist sehr praktisch, wenn man jetzt mal guckt. Gucken wir mal. Naja gut, 1,2 ist ja fast das Doppelte. Aber er liegt im Bereich. Hätte ich 5 raus, würde was gar nicht stimmen. Hätte ich einen negativen Wert raus, würde etwas gar nicht stimmen. Dieser überschlägige, der rote Wert da in der Klammer, ist der überschlägige Wert. Ganz grob. Und wenn der einigermaßen zusammenpasst mit dem Errechneten, dann geht das. Na gut. So, ich spule mal ein bisschen vor. Wie komme ich jetzt daran? Ich muss auch den y-Wert noch ausrechnen. Und da schnappe ich mir eine von beiden Gleichungen und setze einfach den gefundenen Wert, nämlich die 2 Drittel, in eine von den beiden Gleichungen ein. Das war alles Handwerkszeug, um nochmal zu kontrollieren, ob ich richtig gerechnet habe. Und jetzt geht das los. Diese 2 Drittel, die setze ich jetzt ein in die erste oder die zweite Gleichung. Ist eigentlich egal. Ich werde es dann sogar so machen, dass ich die in beide einsetze, zur Kontrolle, ob das dann rauskommt, was ich mir errechnet habe. Und das ist keine besondere Kunst. Ys ergibt sich also mit der ersten Gleichung, mit der grünen, 2 mal 2 Drittel plus 1, entsprechend zusammengefasst und peng. Und das gleiche machen wir jetzt auch gleich nochmal. Das waren 7 Drittel und zur Kontrolle mache ich das jetzt nochmal mit der anderen. Das war die blaue Gleichung, ne? Minus x hier. Plus 3 und statt des x schreibe ich eben die 2 Drittel, die gefundenen hier. Und es ergibt sich, wenn man sich das hier anguckt, genau das gleiche. Also hat geklappt, jawohl, Häkchen dran, ne? Minus 2 Drittel plus 9 Drittel sind auch 7 Drittel. Das funktioniert. So, jetzt geht es aber in einem anderen Video weiter, damit das Video nicht so lang wird. Es hat auf beiden Seiten geklappt. Beide Gleichungen habe ich dafür genutzt. Muss man nur mit einer machen, wenn man sich ganz sicher ist. Und wenn man in der Skizze, eine Skizze sagt ja mehr als 1000 Worte, wenn man in der Skizze sieht, jawohl, das war richtig, was ich getan habe. Pardon, meinen Schnupfen zu entschuldigen, das ist im Moment so. Aber da gehen wir nicht auf. Also im nächsten Video geht es weiter. Das schauen wir uns dann gleich als nächstes an. Siehe, so ein schräger Pfeil nach oben heißt siehe, nächstes Video. Na denn, bis dann.